nach Deutschland kommen und sofort als Arzt arbeiten. Wer hier sitzt, weiß, dass das nicht so einfach ist. Es sind Ärzte aus Ägypten, Jordanien und dem Libanon. Seit August vergangenen Jahres sind sie in Leipzig und lernen Deutsch. Ich weiß auch, in Deutschland, sie haben viele Probleme und sie sagen, dass viele ausländische Ärzte können nicht die Patienten verstehen. Und für uns, ich denke, die Sprache ist sehr, sehr wichtig. Die Ärzte werden häufig von Agenturen vermittelt. Die helfen nicht nur bei Sprachkursen, sie bereiten die Ärzte auch auf die Gleichwertigkeitsprüfung vor. Quasi ein Staatsexamen, allerdings auf Deutsch. Das wird vor allem von Ärzten verlangt, die nicht aus der EU kommen und die zu wenig Berufserfahrung vorweisen können. Wenn ich einen ausländischen Arzt nach Deutschland hier willkommen heißen und er kann sich mit dem Patienten nicht gut kommunizieren und oder beziehungsweise wenn er einen Befund schreibt und jede Menge Rechtschreibfehler vorhanden ist, das ist wie gesagt eher eine doppelte oder dreifache Arbeit und eher eine Belastung von dem Krankenhaus. Im Zentralklinikum in Suhl arbeiten 201 Ärzte, 54 von ihnen kommen aus dem Ausland. Die Erfahrungen hier sind positiv. Die Sprachbarrieren seien zwar bekannt, doch Angst vor fehlerhaften Behandlungen brauche man nicht zu haben. Wir wissen natürlich, die ausländischen Ärzte entsprechend einzusetzen. Sie werden am Anfang sehr engmaschig betreut und wir hinterfragen natürlich Diagnosen und Therapien. In Leipzig wird am Freitag die große Abschlussprüfung erwartet. Können die Ärzte ihre Deutschkenntnisse unter Beweis stellen, haben sie ihre größte Hürde für den deutschen Ärztemarkt überwunden.